Es ist doch schon 3 Monate her seit die letzten. Ja, schon. Da ist jemand an der Eingangstür. Oh, welch eine Ehre, der Chef höchstpersönlich. Ein bisschen Spaß? Warum nicht? Oh ja. Etwas vorfahren, das Sie veranlassen würde, wieder früh auszuziehen, bevor die Beinbeutezeit abgelaufen ist. So würden Sie für die restliche Miete haften. Was meinen Sie mit unpassend? Wirrende Kötter! Und ein tiefes Gestöhn! Sie müssen mich entschuldigen, als ein absoluter Jack Cameron-Fan. Camerons Eigentum! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er saß auf diesem Sofa! Sitzt er immer noch? Liegt er allein? Nein, er lebt hier gemeinsam mit seiner Ehefrau Rose, eine äußerst charmante und reizende Dame. Spukt es hier? Spucken! Nein, um Himmels Willen. Schade. Irgendwie hätte ich es gern gemocht, in einem Geisterhaus zu leben. Ja, sieh mal, Sie bekommen ein Baby. Und das Konto ist auch leer. Mir hat auch niemand geholfen. Und wenn er glaubt, dass er ein Buchschrank kann, dann lass ihn halt ein Buchschrank. Ich dachte, du hättest dich hingelegt. Hingelegt? Als ich dich erwartete, bestand Teddy darauf, dass ich von 3 bis 4 meine Beine hochlege. Oh. Er steht da nicht herum, sondern legt eine Hände auf seinen Kopf. Alter Kommandant! Na gut, dann fang an. Also. Du sollst ihm nicht sagen, dass er also sagen soll. Die Hebamme, die ist ja völlig unfähig. Ja. Die Billy, die braucht ein spezialisiertes Spezialteam um sich. Oh, keine so Wahrsagerin mit dem Wollknäuel. Ja, das Baby anschauen halt. Ja, denn schauen Sie es sich an. Wie? Schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich. Also, sie ist umwerfend. So, ja, fertig. Und jetzt der ganze Himmelspfortenzirkus nochmal, oder? Ach nein, diesmal geht es gerade durch, genau. Der ganze Papierkram ist schon erledigt. Sollen wir die Augen schließen? Ganz wie Sie wollen. Aber es wäre schade, die Sterne zu verpassen. Just do it.